Und ich habe es dir bereits angekündigt, ist immer natürlich so ein gewisses Wagnis. Man weiß nicht ganz genau, klappt es oder klappt es nicht. Die Leute haben wahnsinnig viele Termine. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, er ist jetzt inzwischen da und stand da eine Weile ganz bescheiden in der Ecke. Dabei ist er einer der großen Favoriten für den Goldenen Bären in diesem Jahr. Und ich würde mich sehr wundern, wenn ich morgen irgendein Bär, muss ja nicht der Goldene sein, gibt ja mehrere, vielleicht auch ein Silberner, in seinen Händen irgendwie landet. Das wäre dann übrigens der dritte, denn er hat schon zweimal Silber gewonnen auf der Berlinale. Nicht zuletzt, damals ging es eigentlich los mit seinem Ruhm mit Beijing Bicycle. Das war ja schon mal ein absolutes Erweckungserlebnis, ist schon sehr, sehr lange her. Jetzt ist er wieder im Wettbewerb der Berlinale mit einem großen, monumentalen, dreistündigen Werk, eben aus China, So Long, My Son heißt dieser Film. Und wir freuen uns riesig, dass er den Weg zu uns gefunden hat, Wang Chaoshuai. Willkommen, hallo, welcome. Thank you, thank you. Und Anton wird für uns netterweise übersetzen. Und ich sag erstmal natürlich oder würde gerne wissen, was Ihnen Berlin bedeutet eben als Ort. Sie haben ja zweimal den wichtigen Preis gewonnen, den Silbernen Bären. Also die Stadt, dieses Festival hat offenbar auch ein Herz für Sie. 就我做的第一部电影就来柏林电影节的青年论坛，那个时候是 1994年， 实际上已经 20 多年过去了，然后现在是第四次来柏林。 Ich hatte meinen allerersten Film hier an der Berlinale 1994. Das ist schon über 20 Jahre her. Und jetzt bin ich zum vierten Mal hier. Das ist für mich sehr, 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 sehr,
Aber ich habe die Sorge, dass heutzutage in China die Leute nicht mehr bereit sind, zurückzublicken und sich diese Fragen zu stellen. Als Filmemacher ist das etwas, was ich ausdrücken möchte, worüber ich sprechen möchte. Aber als Person, für mich besonders, macht mich das nervös. Ist das etwas, was mich bewegt? Insofern sind diese beiden älteren Leute dann auch so Stellvertreter für ihre Sicht auf dieses Land, wenn sie da ziemlich entwurzelt plötzlich. Sie sind auch die Letzten übrigens, die noch so leben die ganze Zeit. Ihre Lebenswelt ganz persönlich ändert sich gar nicht so sehr. Sie wohnen da eigentlich noch in derselben Gegend, in dieser Werkstatt und so. Draußen ist alles plötzlich ganz anders und ganz fremd geworden. Sie sind vielleicht Menschen, die beharren in der Tradition. Die meisten normalen Leute in China möchten einfach nur ein friedliches, ruhiges Leben haben und sind darum besorgt. Aber unter diesen ganzen Faktoren, die da eine Rolle spielen, politisch, ökonomisch, wirtschaftlich, ist es wirklich sehr schwer, das zu erreichen. Das ist der Struggle, den sie haben. Und sie haben natürlich noch das große Leid und das, den Verlust, die Trauer, ist auch ein Film über Trauer und über Abschied, dass sie eben den Verlust des Sohnes verarbeiten müssen. Also diese beiden befreundeten Paare haben jeweils einen Sohn und die sind beide am gleichen Tag geboren. Und das kann man auch sagen, was ist wirklich der Ausgangspunkt der Geschichte, dass einer ertrinkt bei einem Badeunfall. Das zieht sich natürlich durch den ganzen Film und ich finde, dass gerade auch diese beiden tollen Schauspieler, also die dieses Paar spielen, nämlich Wang Yingshun und Yong Mai, die für mich auch einen Bären kriegen müsste, finde ich. Also wie sie als Mutter diese Trauer leise spielt, das ist so anrührend. Also wie diese beiden diese Trauer in jeder Sekunde ihres Spiels zeigen, das ist ganz groß und ganz berührend. Vielleicht können Sie uns auch sagen, wie Sie es geschafft haben, dass sozusagen die Trauer immer anwesend ist, auch in ganz banalen Augenblicken, wenn die einfach am Tisch sitzen und essen. Mm. 因为这个故事其实是和我们这一代人每个人都非常熟悉的，因为我们每个人都在经历这个过程。 要不管是做父母还是做孩子，都是一个独生子女的状态。 Also für die Leute in China ist das eigentlich normal. Wir erfahren das alle. Es ist gar nicht so wichtig, ob es die Eltern sind oder die Kinder. Für uns alle spielen diese Faktoren eine Rolle. Wir alle gehen durch so etwas. 而中国的社会，不管它现在变化的这么大，发展这么快，实际上在内心里还是一个非常传统的一个农业体制的一个这么一个社会团体。 Die chinesische Gesellschaft, obwohl der Wandel so schnell ist und sie jetzt sehr, sehr modern geworden ist, glaube ich, dass sie in ihrem Innern, in ihrer Seele immer noch eine sehr traditionelle und rückwärtsgewandte Gesellschaft ist. 所以家庭的概念以及就是家庭里面传宗接代的这个概念还是非常浓。 Die Familie spielt eine ganz besondere Rolle in unserer Tradition. Das ist ein ganz wichtiges Gefühl. 所以其实每个人都，每个家庭都非常小心的。 想要保守，保佑这个家庭的平安，能够顺顺利利的过到下一代。 Für die Familien ist es sehr, sehr wichtig, diese Bonds zu halten, die Familie zu erhalten und bis in die nächste Generation vorzutragen. Es ist schön, dass Sie das sagen. Was beschreibt nämlich auch diese Art von, ich nenne es jetzt Trauerarbeit in Ihrem Film. Die beiden nämlich, sie adoptieren dann noch einen Sohn, der natürlich auch spürt, er ist ja nur der Ersatz. Das geht auch vollkommen schief, ganz klar. Aber trotzdem, sie bleiben ja zusammen. Also solche Schicksalsschläge treiben ja manchmal Paare auseinander. Aber hier sehen wir über 40 Jahre trotzdem eine ganz wunderbare, intime Liebe, einen Zusammenhalt dieser beiden Menschen. Und ich finde, das steht für mich sozusagen auch bei aller Trauer und allen schrecklichen diesen Geschichten natürlich für mich im Kern des Films. Also diese große Liebe, diese große Intimität Menschen. Also es ist für mich auch ein ganz großer Liebesfilm. Viele Dinge, die im Leben von Chinesen passieren, darüber haben sie eigentlich nicht so viel Kontrolle. Sie beeinflussen das gar nicht, sondern sie werden beeinflusst. 所以，不管这样发生了什么事情，其实作为朋友之间和家庭之间，他们没有办法互相去blame，互相去抱怨。嗯，zwischen Familienmitgliedern, zwischen Freunden, vielleicht gibt's diesen Groll, aber sie haben eigentlich nicht die Möglichkeit, überhaupt sich gegenseitig zu beschuldigen. Man muss es akzeptieren.
在共同的处境中，他们会认为只是这一家人可能遇到了不幸，不够幸运，而那一家够幸运，可以持续下去。但是互相之间还只能是一种宽容和爱的方法去对待。Weil sie alle in der gleichen Situation stecken, denken sie vielleicht einfach, das ist eben dieser Person passiert. Und was auch immer passiert, sie halten trotzdem zusammen, sie bleiben als Team. Ja. 但是造成这一切的原因可能是由每个人个人造成的，但是个人也是因为这个社会，可能也基于这个政治环境造成的。Diese Dinge, die passieren, vielleicht hat die eigene Person schon Schuld daran oder trägt ihren Teil dazu bei, aber die Gesellschaft als Ganzes wirkt auch auf die Personen und auf die Einzelschicksale. Und auch das ist ein Thema dieses Films, tatsächlich Schuld, Vergebung, Verdrängung auch, weil es gibt eine große Schuldfrage, bis zum Schluss wird die auch diskutiert und das hat auch was sehr Spannendes, übrigens ein großer, spannender Familienroman. Noch eine letzte Frage danach, nämlich wie Sie das erzählen. Wir haben Bilder in diesem Film, die man, glaube ich, dann noch nie mehr aus dem Kopf herausbekommt. Der Ort, wo der Junge ertrinkt, diese Stausee ganz offensichtlich, ist sehr weit aufgenommen, unendliche Weite. Also es wird ja auch von Ferne nur gezeigt, was geschieht. Dann haben wir aber auch wieder die Enge der Behausungen zum Beispiel, der Neubautschluchten. Also Sie haben, glaube ich, visuell sehr bewusst gearbeitet mit starken Kontrasten in diesem Film. 这个电影其实是从中国的80年代早期一直拍到现在。Also der Film spielt ja von den 80er Jahren bis heute. 所以你们知道中国从80年代到现在完全是两个社会。Es sind zwei komplett verschiedene Gesellschaften damals und heute. 我1994年来柏林电影节的时候。那个时候就是东柏林和西柏林之间有一道墙，墙完了以后，结束以后，东柏林和西柏林是完全两个世界。1994 als erstmal hier gekommen bin, war die Mauer ja auch noch nicht so lange gefallen und mir ist auch aufgefallen, dass Ost- und West-Berlin eigentlich auch zwei komplett andere Gesellschaften, andere Welten waren, ja. 所以就是中国人在这样的一个突然之间从一个可能当年的东柏林的状态进入西柏林的状态，那个反差和变化是非常非常大的。Also man muss sich so ein bisschen vorstellen, dass China von Ostdeutschland zu Westdeutschland geworden ist. Also dieser Wandel ist auch so stark, ja. 所以在这样的一种变化之下，我们中国人就是从一个过去的时代进入这个时代的话，我就是刚才这个问题是什么来着？他说。刚刚是问一下你在电影里面表达一些方式，就那个画面和摄影，就是说怎么讲这个故事。对，所以我们的电影的这个家庭的变化和这个场景的变化，必须要从80年代到现在。Also diese Veränderung, die in der Familie geschehen von den 80er Jahren bis heute, möchte ich auch in den Szenen eben ausdrücken. 而且人的这个处境也要从那个时代的一种更社会主义的这个样子，要变到现在更加那个市场化的一个时代，所以人的状态都会不一样。Das Leben der Menschen verändert sich eben in den 80er Jahren, war es eine eher sozialistische Gesellschaft und heute ist es vielmehr eine marktwirtschaftliche Gesellschaft und das muss ich eben auch ausdrücken.Und das sieht man in diesem Film eben, also eine anrührende Familiengeschichte zugleich, eben ein großes gesellschaftliches Epos, So Long My Son, im Wettbewerb der Berlinale, ein Film aus China. Und ich nenne nochmal die beiden Hauptdarsteller, weil ich denke, kann auch irgendwie morgen was passieren. Wang Yongsheng und Yong Mai spielen also dieses Paar, das uns hier so sehr berührt, ein Film von, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Wang Xiongshui. Er nickt großzügig. Thank you so much. Vielen Dank, Anton, auch für die tolle Übersetzung natürlich. Im Wettbewerb der Berlinale und morgen ganz sicher einer der Preisträger irgendeines Bären. Hoffe ich, lieber sehr. Danke.